Es gibt zwei, ein wahrer Gott und ein Abgott. Der allmächtige Gott und Satan. Gott ist der Friede. Er will Friede. Satan will Hass. Nun schaut mal, was da in, wie heißt schon das Land, wo der Krieg ist? In der Ukraine. Das ist doch Hass. Gegenseitiger Hass. Also das kann nicht von Gott kommen. Das arme Volk merkt nicht, dass man mit ihm nur spielt. Jetzt wollen sie die über 60-Jährigen impfen dann wieder gegen irgendeine Corona. Das soll doch ehrlich sein, sagen, die alten Leute werden uns einfach zu teuer, weil sie länger leben. Und die AHV wird weg mit ihnen. Das heißt es wahrhaftig. Die Alten brauchen scheinbar jetzt eine Corona-Impfung. Ich bin jetzt, wie alt? 86. Ich bin die ganze Zeit der Corona-Zeit mit vielen Leuten zusammengekommen, habe ihnen die Hände geschüttelt, haben miteinander geredet, gelacht, alles, auch gebetet. Nichts von Corona. Und zwar Leute von jedem Land, wo es ganz gefährlich scheinbar war. Aber das Volk will sich einfach belügen lassen. Duckmäuser. Aber wehe! Den Papst und Bischöfen, die nicht reden, was los ist. Aber eben, was ist heute? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus deinem ganzen Herzen. Das gilt doch auch für die Priester, Bischöfe, Papst. Aber bei ihnen kommt doch zuerst Regierung und dann Gott. Zuerst gehorchen sie, was die Regierung sagt, obwohl es gegen das Gebot Gottes ist. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst den Kranken besuchen. Die Regierung hat gesagt, nein, nicht mehr. Corona. Die sind einsam gestorben. Sie sind so gestorben, dass sie denken, ihre Angehörigen haben sie verlassen, interessiert sie nicht mehr, wie schwer man da stirbt. Das hat die Kirche zu verantworten. Man schnürt immer zwei Bänke zusammen, weiß ich was, weil da, man dürfen nicht mehr so viel in die Kirche kommen. Nicht mehr so viel dürfen zu Gott, der Pfarrer sagt euch, wie viel noch zu Gott gehen dürfen. Ist das nicht Wahnsinn? Das Volk merkt es nicht mehr. Dann frage ich diese Priester, die das machen, glaubt ihr denn eigentlich noch am heiligen Messopfer, bei der Verwandlung, ob das immer noch der gleiche Christus ist, der einst da war auf Erden und heilte, Kranke heilte? Niemand bekam Corona, wenn es anlangte. Und jetzt? Gott muss doch nicht sich den Menschen anpassen, sondern der Mensch Gott. Wenn er durch einen Regierungsbeamten das nicht mehr sagt, ich schwöre bei Gott um seine Hilfe, voll Teufel, da könnt ihr den wegwerfen. Und solche hat es ja auch in der Schweiz, die nicht mehr bei Gott die Hilfe holen. Was soll denn so ein Mensch wie ein Scholz fertig bringen? Ach, gäbe es doch ein bisschen mehr Psychologen mit. Das sieht man doch von 100 Metern, was das für Leute sind. Aber Satan zeigt eben anders, bis man selber blutet darunter.